Jetzt gehen wir nochmal auf die elster.de-Seite und melden uns nochmal erneut. So, das heißt, mein Elster, jetzt einloggen. Anmelden mit einer Zertifikatsdatei, die Datei einmal durchsuchen, auswählen, ja, gut ablegen, das Kennwort, welches wir gerade vergeben haben, eintippen und schon melden wir uns an. So sieht das Ganze jetzt aus, es ist übersichtlich. Auf Formulare sehe ich, es gibt nur einen Fragebogen, sonst nichts. Das heißt, wir gehen oben auf das persönliche Konto, gehen dann hier auf den Punkt in meinem Benutzerkonto, Funktion eines vollwertigen Benutzerkontos freischalten. Das ist für mich der spannende Punkt, dass wir auch direkt online abgeben können. So, das ist auch der letzte Schritt. Hier ist es wichtig, dass wir uns einmal identifizieren. Es gibt zwei Möglichkeiten dazu. Oben ist wieder privat, unten ist Organisation, Arbeitgeber und so weiter. Das sind diese Profi-Methoden, sage ich einfach mal. Wir haben jetzt hier in dem Fall die Anmeldung mit Zertifikat. Das heißt also als Privatperson mit der Steuer-ID sagen weiter. So, jetzt werden nochmal Geburtsdatum und die ID-Nummer benötigt. Die holen wir uns jetzt auch. So, tragen wir es da ein. Geburtsdatum, die ID-Nummer. Am besten, ich habe jetzt kopiert vom Steuerbescheid, findet man zum Beispiel drauf. Postalische Zuschlung, hatte ich ja vorhin genannt. Ganz wichtig daher, unbedingt darauf achten, dass die Adresse richtig geschrieben ist, weil jetzt passieren zwei Sachen. Es kommt eine E-Mail mit Informationen und ein Brief. Und beides zusammen in Kombination wird erst zur Freischaltung zum vollwertigen Konto führen. Und das vollwertige Konto, erst da habe ich das Formular über die Abgabe für die Grundsteuer B. Das heißt also, das sind alles die Vorbereitungsmaßnahmen, die wir brauchen, damit wir überhaupt das Formular drankommen. Daher ganz, ganz wichtig, sicher zu sein, dass du auch die Angaben richtig gemacht hast, weil sonst wird der Brief niemals ankommen und damit wird das Ganze halt ja sinnfrei. So, wir möchten uns einloggen mit der Zertifikatsdatei. So, ganz wichtig, jetzt ist unten, die Datei wird jetzt erstellt und unten, ich möchte ein Upgrade, nennen Sie das, beantragen. Das heißt, also, das Konto soll auf diese vollwertige Funktion freigeschaltet werden. Das ist letztendlich alles. So, da steht es nochmal. Die Aktivierungsdaten werden gesendet. Jetzt geht es so weiter. Ich erhalte eine Aktivierungs-ID per E-Mail, die auf jeden Fall gut aufbewahren, bloß nicht löschen. Bei mir war keine E-Mail im Spam-Ordner, aber vielleicht da nochmal Hinweis, wenn die E-Mail nicht kommt, einfach Spam-Ordner vielleicht checken, vielleicht schauen, weil die kommt. Und die kommt auch sehr schnell. Also wie gesagt, mittlerweile sind die Elster-Systeme ziemlich stabil und bei mir hat es, wie alle anderen E-Mails von Elster, Sekunden hat es gedauert. Also von daher, wie gesagt, ist auf jeden Fall da, zur Seite legen. Dann, wie hat auf den Brief warten? Der Brief hat bei mir gedauert, glaube ich, 3 Werktage. Also auch sehr flott. Also wie gesagt, ich kann immer wieder nur sagen, mittlerweile ist echt gut geworden, also dass das funktioniert. So ist der Ablauf. Das heißt, im Prinzip ist das damit erledigt und wir können zum nächsten Schritt weitergehen. Und ich kann euch versichern, das ist jetzt schon wirklich der vorletzte Schritt. Das heißt, wir sind schon wirklich sehr nah dran, dass wir ein vollwertiges Konto haben. Und sobald das Konto vollwertig ist, haben wir das Formular, wo wir dran müssen. Und dann geht es erst mit der Arbeit los.